Wie wird man eigentlich Anwalt oder Anwältin? Stufe 0, du musst geboren werden. Wenn du das hier hören kannst, Glückwunsch. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt ungefähr bei 1 zu einer Milliarde. Stufe 1, du brauchst Abitur, was man übrigens auch nachholen kann oder aber in manchen Bundesländern durch ein spezielles Fachabitur ersetzen kann. Stufe 2, du musst Jura studieren. Das dauert in der Regel 5 bis 6 Jahre und endet mit einer Prüfung, vor der alle Juristen Schiss haben, dem ersten Staatsexamen. Stufe 3, du musst das Referendariat machen, ähnlich wie unsere Erzfeinde die Lehrer. Dort lernt man dann entweder Richter, Staatsanwalt oder Anwalt zu werden und das Ganze endet dann mit dem zweiten Staatsexamen. Punkt Nummer 4, hat man das dann alles geschafft, so nach gefühlt 1000 Jahren, dann kann man die Anwaltszulassung beantragen und mit mir für die Gerechtigkeit kämpfen. Und damit ist die Frage beantwortet.